aufgrund seiner Höhe von 3277 Meter und seiner freistehenden Position stellt der Habicht einen genialen Aussichtsberg dar. Zudem ist er, bedingt durch den Gletscherschwund in den Alpen, mittlerweile eisfrei begehbar. Mit meiner Heimatsektion Achental war es mal wieder ein großes Vergnügen, unterwegs zu sein und diesen wunderbaren Stubaier Gipfel zu besteigen. Vom Ausgangspunkt Karalm auf 1750 Meter zeigte sich der Habicht als gewaltiger Klotz. Kaum vorstellbar, dass er doch einigermaßen einfach zu besteigen war. Der Weg ist gut ausgebaut und kurzweilig, mit zum Ende hin vielen Kehren, so dass wir die Hütte bald erreichten. Durch den exponierten Standpunkt der Hütte hatten wir eine fantastische Aussicht auf die drei Tribulaune der südlichen Stubaier Alpen. Während Franz es sich nicht nehmen ließ, die östlich des Pinnesjochs gelegene Kalkwand zu besteigen, machten wir uns auf, den nahegelegenen kleinen Alfeier See oberhalb der Hütte aufzusuchen. Ja, und Sonderblumen und alles. Die hängen sogar am Lauf und dann geht's. Bei wolkenlosem Himmel starten wir am Morgen von der Innsbrucker Hütte. Der Weg führt steinig aufwärts und wir kommen gut voran. Thank you.
Solide Drahtseilversicherungen helfen in der Südflanke über die Felsstufen hinweg. Ohne dürfte ich eh leichter. Weiter geht es immer durch felsiges Gelände in der Ostflanke. Zum Schluss leiten uns wieder einige drahtseilgesicherte Passagen zum Gipfel. Grandios. So dauert es lange, bis wir uns wieder an den Abstieg machen. Nach dem obligatorischen Einkehrschwung an der Hütte erreichen wir alle wohlbehalten den Ausgangspunkt an der Karalm. Eine wunderschöne Bergtour endet nun und mit vielen tollen Eindrücken im Gepäck geht es wieder heimwärts ins Achental.